Die Garmisch-Cops sind wieder im Mangfalltal unterwegs. Ein Mord im fiktiven Gasthof Brunner führt die Ermittler dabei nach Högling bei Bruckmühl. Mit dabei ist auch die Schauspielerin Gabi Dohm. Sie verkörpert die Mutter von Staatsanwältin Claudia Wölk in der Serie. Das ist eine sehr selbstbestimmte, etwas aufdringliche Mutter, die neugierig ist und ihre Tochter gerne nochmal mit einem anderen Mann zusammenbringen möchte und ansonsten gerne kocht und aus Südfrankreich hochgekommen ist, um ihre Tochter endlich zu sehen. Sie ist es auch, die mit ihrem Mann zusammen die Leiche findet. Außer, dass man sich wahnsinnig erschreckt und dann sich darüber rätselt, wer es wohl gewesen sein könnte, passiert so viel, nicht so viel Neues, als was halt in einem Krimi passiert. Und was macht den Erfolg der Garmisch-Cops aus? Ja, weil sie komisch sind, weil sie Witz haben, weil sie ironisch sind, weil sie im Dialekt gesprochen sind. Und dadurch ist es einfach heiter und lustig und die nehmen sich nicht so ernst.